standing play there, actually, from Killefree. Ridiculous back. Yeah, that's a great comeback from Killefree. Oh, no. Killefree, I'm going to LA. Yo, servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Shox und wer die E-Sport-Szene ein bisschen aktiv verfolgt, der hat mitbekommen in den letzten Tagen, dass Tfinity angekündigt hat, dass sie ein huge Announcement haben, eine große Ankündigung für die E-Sport-Szene in 2015 mit dem Hashtag Tfinity 2015 und ich würde sagen, wir schauen uns das mal ein bisschen genauer an. Gestern Abend um 19 Uhr deutscher Uhrzeit hat es angefangen, der Livestream von Tfinity, das Announcement von Tfinity und eines ihrer ersten Announcements war, dass sie eine Gaming-Arena in England eröffnen werden, die Tfinity Arena, wo auch 500 Fans Platz finden werden. Des Weiteren wird Tfinity im nächsten Jahr von März bis September 2015 30 Offline-Events hosten, also es ist richtig extrem viel, 30 LAN-Events. Das ist eigentlich, glaube ich, jedes Wochenende ist es ein LAN-Event in 6 verschiedenen Titeln. Es ist einmal Call of Duty Advanced Warfare, Halo, Hearthstone, StarCraft, Counter-Strike GO und was habe ich vergessen? Helft mir. FIFA 15 habe ich vergessen, genau. Das sind die 6 Titel, die gespielt werden auf Tfinity. Und ja, also auf jeden Fall 6 sehr, sehr gute Titel, sehr, sehr große Titel und 30 Events ist natürlich crazy. Es hörte dann mit den Announcements gar nicht auf. Tfinity hat des Weiteren noch gesagt, sie werden bei den Major Tfinity Events, also bei den großen Tfinity Turnieren, ich glaube, das müssten wieder 3 an der Zahl sein, beziehungsweise ich glaube, oder in jedem Game einem, da bin ich mir jetzt noch nicht so sicher, aber die werden in den Tfinity Major Events die Kosten für die Pro-Players übernehmen, das heißt also, dass die Hotelkosten und die Flugkosten für die 4 Spieler bezahlt werden und das ist auf jeden Fall auch eine extreme Summe, was die da in die Hand nehmen. Ich meine, wenn jetzt du Spieler von England, Frankreich oder so hast, dann sind es vielleicht Kosten bei 4 Spielern von 2.000 €, was echt schon eine Menge Geld ist, aber wenn du überlegst, du hast Spieler aus Japan, eventuell in StarCraft oder Call of Duty Amerika oder australisches Call of Duty Team eventuell und wenn die da die Kosten übernehmen, dann geht es natürlich schon ja in den fünfstelligen Bereich und das ist natürlich doch extrem viel. Ja, und viele haben sich ja beschwert, dass die Tfinity keine offenen Events macht, dass die ja einfach nur Invite-Only Events machen und daher hat die Tfinity gesagt, Leute, passt auf, wir machen dieses Jahr oder beziehungsweise nächstes Jahr in der 2015er Season machen wir 6 offene Events, in jedem E-Sport-Titel ein Event, wo wirklich jeder hin kann, natürlich solange der Vorrat reicht von den Karten. Und da können Leute oder beziehungsweise Teams hinfahren, die einfach mal sagen wollen, ich will auch so ein großes Event wie Tfinity, ich will mich gegen Pro-Teams messen, da die Pro-Teams in der Regel ja sowieso auf die Tfinities fahren und ja, einfach dort mal Practice sammeln können und einfach auch die Chance bekommen, sich auf so einem Event zu präsentieren, das ist natürlich auch eine gute Coverage-Sache für so ein Team ist. Und auf jeden Fall hat die Tfinity da auf die Community gehört, ja, das von der Community umgesetzt, was die Community verlangt hat und wirklich Respekt dafür. Des Weiteren hat Tfinity angekündigt, dass es 500.000 US-Dollar Preisgeld geben wird in der 2015er Season, also eine 500.000 US-Dollar Preisgeld. Das ist wirklich extrem viel und wenn man es überlegt, in der 2014er Season, von der 2015er Season hat sich das ums Dreifache gesteigert und das ist natürlich echt crazy, wenn man überlegt, ums Dreifache auf ein Jahr, denn den Preispool zu steigern ist wirklich echt top. Also nochmal das Tfinity Announcement für die 2015er Season zusammengefasst, die haben jetzt eine eigene Arena in England, wo 500 Zuschauer auch Platz finden werden. Es wird 30 Events in der 2015er Season geben. Die 2015er Season geht von März 2015 bis September 2015. Abschließend wird es noch eine Tfinity Championship geben. In den 6 Titeln Halo, Call of Duty, Hearthstone, StarCraft 2, FIFA 15 und was habe ich vergessen? Counter-Strike habe ich vergessen. Ja, in diesen 6 Titeln wird es dann noch eine Tfinity Championship geben. Es wird auch zu den 30 Offline-Events, beziehungsweise in den 30 Offline-Events sind 6 Open-Events enthalten, wo jeder Spieler hin kann und in den Major Tfinity-Events werden für die Pro-Player auch die Hotel- und Reisekosten übernehmen. Ist wirklich ein sehr, sehr huge Announcement, was die da gestern gebracht haben, vor allem für die europäische Szene. Ein großer Schritt nach vorne, da möchte ich Tfinity echt dafür danken, dass die so viel für die Szene machen. Auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Und ich poste euch natürlich noch hier die offizielle News mit unter die Beschreibung von Tfinity, www.tfinity.net. Da könnt ihr euch auch anmelden mit eurem Team. Es kostet dann monatlich 5 € Premium. Da wird es dann aber auch täglich, beziehungsweise gibt es schon täglich Cups, wo ihr mit eurem Team mitspielen könnt.
Und ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Training, da wirklich jeden zweiten Tag sind Random Chen Cups, also ein Tag SND, ein Tag Random Chen, ein Tag SND, ein Tag Random Chen. Jedenfalls sehr, sehr coole Sache. Und ich poste euch natürlich auch noch hier den offiziellen Chifinity Announcement Link mit rein. Vom Livestream, ist jetzt hier auf YouTube hochgeladen, poste ich euch den Videolink mit runter, da könnt ihr euch das nochmal in Ruhe anschauen, dauert nur 5 Minuten. Und ich würde sagen, wenn ihr euch genauso auf die 2015er Season freut wie ich, lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auch nochmal einen Daumen nach oben da. Und dann könnt ihr mir gerne noch in die Kommentare schreiben, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Und ich kann euch an der Stelle sagen, ich habe kommende Woche noch ein paar coole Announcements für euch. Also seid gespannt, abonniert den Channel und ich würde sagen, wir hören die Tage wieder voneinander. Bis dann, ciao, servus, euer Shox.